Hallo und herzlich willkommen bei Flying Idee. Erstmal wieder schön, dass ihr heute beim nächsten Teil einschaltet. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert und vielleicht sogar die Glocke aktiviert. Mal schauen. Ansonsten würde ich eigentlich sagen, labern wir gar nicht mehr viel. Ich werde euch heute meinen eigenen Mafia-Job zeigen, also reinmachen. Und auch noch kurz eine kleine Info. Und zwar, dass ihr es wisst, meine eigenen Versionen, wie zum Beispiel dieser Mafia-Job, gibt es nur auf Discord. Überall in jedem Video die Originalversionen könnt ihr über Dings, über YouTube installieren. Über Mediafire-Link, sollte klar sein. Und ansonsten zeige ich euch eigentlich noch kurz schnell meinen Discord. Hier zum Beispiel sowas meine ich. Hier könnt ihr Vorschläge reinmachen, was ich für Videoaufnehmen-Sachen aufnehmen soll. Hier könnt ihr Fragen dann machen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und hier könnt ihr, keine Ahnung, lest euch das einfach durch. Ich sage das jetzt nicht mehr, sonst muss ich wieder ein Werbungsschild rechts oben einpacken. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wie gesagt, schaut sowas. Hier gibt es dann meine Version und die Originalversion. Natürlich und das Video. Also ist auf jeden Fall schon eine Menge da. Könnt ihr gerne mal abchecken. Ansonsten fangen wir jetzt wirklich an. Schaut, dass euer Server offline ist. Dann fügt ihr euer Dings, diesen Mafia-Job von mir einfach mal da ein. Dann tut ihn einfach mal in die Server-CFG eintragen. Sollte eigentlich dort halt, habe ich verschrieben. Na? Ja. Habe ich da noch groß geschrieben. Na, so. Jetzt da. Kriegen wir es doch noch hin. Dann müsst ihr in eure Server-CFG. Ich habe die gerade extra bei mir resettet, dass hier nicht mehr so viel drin ist. Dann drückt ihr auf euren Namen. Dann noch importieren. Dann noch durchsuchen, dann geht in diesen FTMR-Ordner und ladet diese SQL einfach mal kurz da hoch. Denn dann ist euer Job genau ein so wie bei mir. Und jetzt könnt ihr hier unter Jobs, könnt ihr jetzt euer Job zum Beispiel, wenn ihr nicht wollt, dass euer Job jetzt im Arbeitscenter anzeigt, dann könnt ihr euch den hier zum Beispiel mit einfach die Nullen weg und eine 1 hin. Dann könnt ihr euch den quasi nur geben, mit zum Beispiel, ich kann euch kurz die, da hat schon einer nämlich gefragt, zum Beispiel damit Set Job, dann die ID und dann den Namen. Da kann ich dir, zum Beispiel, kann er das noch dazu bessern, zum Beispiel, Set Job. Die, also halt die ID, zum Beispiel zeige ich euch da kurz im Game und dann halt FTMR und dann halt 0-4. Das sind die Sachen, was zum Beispiel jetzt da drin ist. Aber soweit ist er eigentlich schon eingefügt und zwar, und hier könnt ihr jetzt, hier hinten könnt ihr jetzt das festlegen, was er verdienen muss. OG, Q, exklusiv. Aber ich sag mal, die Preise habe ich eigentlich recht hoch angesetzt. Könnt ihr auch noch niedriger setzen, wie ihr das Ganze einfach selber wollt. Hier könnt ihr die Preise verändern. Ich kann jetzt einfach mal, keine Ahnung, machen wir da, kriegt er noch einen mehr. Zack. Dann schalten wir einfach mal den Server an und sehen uns im Game, würde ich an der Stelle behaupten. So, Freunde, wir laden jetzt im Server rein. Ich will, dass natürlich auch das Ladezeug mitbekommt. So, na? Lade, lade, lade. Ach, ich bin auf meinen eigenen Map noch gar nicht registriert. Jetzt machen wir das. Sag, so, ich mich selber einfach noch nicht mal registriert hatte.
So, ja, genau, wollte ich sowieso hin. Hier zum Beispiel seht ihr jetzt diesen FTMR-Job nicht mehr, da ich den da rausgefügt hatte. Dann kann nicht jeder einfach euer Gang werden. Dafür ist es da. Und wie ihr euch das Ganze geben könnt jetzt, ist jetzt so. Eure ID findet ihr übrigens auf der Taste, wo ihr euer Dings Scoreboard habt. Oder mit F10 oder die jeweilige Taste, wo ihr euer AZ-Admin habt. Da findet ihr auch zum Beispiel der Eigenkastel, der 1 ist dann der Name. Zum Beispiel jetzt Z Job FTMR. Ich meine Player 1 FTMR jetzt. Und dann zum Beispiel 4, das ist da der höchste. Jetzt sind wir FTMR OG rechts oben. Und somit. Und wenn ihr natürlich. Ich habe für diesen Job sind die Hauptkoordinaten an diesem Platz. Dieser Totenkopf müsst ihr selber einfügen. Er ist nicht vorhanden. Dieser Totenkopf ist nicht vorhanden. Ich kann euch mal zeigen, was da dort kurz vorhanden ist. Hallo? Ach, ich habe das Personalmenü rausgemacht. Machen wir es halt so. Tele. Port. 1. Na, wenn nicht, okay. Dann zeige ich es euch jetzt nicht. Ich, keine Ahnung, warum mein Personalmenü jetzt nicht funktioniert. Ist ja egal, Freunde. Auf jeden Fall hier. Habt ihr dann genau hier, wenn ihr reingeht in dieser Garage hier, könnt ihr euch ist dann habe ich einen externen Mafia-Job auch noch. Der ist im nächsten Teil, glaube ich, online, wenn ich mich nicht täusche. Der ist dann auch, der befindet sich auch hier, da werde ich ihn nochmal genau zeigen. Da werde ich mich dann auch hinporten. Wie gesagt, der Totenkopf ist auf jeden Fall nicht dabei, aber das Gebiet ist auf jeden Fall an der Stelle. Wenn ihr halt die Autospawn-Sachen hier nicht an der Stelle wollt, dann oder euren ganzen Clan an einer anderen Stelle wollt, dann müsst ihr das Ganze ändern. Ich gehe da jetzt aber nicht direkt drauf ein, sonst kommen nur zu viele Fragen. Ansonsten, ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Video.